Hallöchen und herzlich willkommen, Gottes Willen, zu Folge 301 von Let's Play Minecraft. Ja, es ist schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir werden heute weitermachen mit diesem lustigen, lustigen, schönen Let's Play. Oh, hat da etwa jemand vergessen? Ja, hat er. Es tut mir so leid. Wie ihr seht, ich habe heute mal ein anderes Texture Pack drin. Und wie ihr vielleicht hört, ich habe heute mal keine Playlist im Hintergrund laufen. Heute machen wir es mal ein bisschen anders. Ich habe mir nämlich mal gedacht, wir machen es heute mal so. Oder ab heute. Ich weiß nicht, wie lange ich das durchhalten werde. Werden wir sehen. Aber wir werden jetzt erstmal ein paar Folgen Minecraft spielen, wie es damals war. Zumindest halbwegs damals, zu Alpha-Zeiten. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch. Ich weiß nicht, habt ihr es schon gespielt in der Alpha? Ich muss für meinen Teil sagen, nö. Ich bin in der Version, was waren das, 1.4, glaube ich, dazu gekommen. Ich mache mir die Musik gerade ein bisschen leiser, weil die doch ziemlich reinhaut. Machen wir sie mal so auf 65%. Ich denke, das ist ein guter Wert. So. Das Zeug fluppt hier rein, so wie es sein soll. Und wir werden mal ein bisschen Minecraft spielen in der... Ja. So ein bisschen im Feeling, wie es früher war. Ich meine, Shader sind trotzdem an. Ja. Achso, das ist jetzt das hier. Shader sind trotzdem an. Und ich glaube, ich habe auch herausfinden können, woran es denn letzten Endes lag, dass ich so viele Probleme mit Minecraft hatte. Und es ist ein ziemlicher Anfängerfehler. Man kann ja Minecraft mehr Speicher zuweisen, das wisst ihr. Ich erzähle es euch jetzt einfach mal, auch wenn es vielleicht nicht jeden hier interessiert. Man kann ja Minecraft mehr Speicher zuweisen und so. Und das hatte ich ja eigentlich auch getan, seit mir Lieblingssohn Konrad das damals erklärt hat. Nur ist ja das Ding, dass ich ja jetzt nicht mehr mit meinem Minecraft-Profile gespielt habe, sondern auf einmal mit Forge. Oh nein, dieser Sound, habt ihr es gehört? Oh. Und mit Forge muss man diese Einstellung auch wieder machen und das wusste ich nicht. Und deshalb war das alles ziemlich doof, was ich hier getan habe. Und deshalb hatte ich so viele Probleme mit Minecraft, weil ich das einfach vergessen hatte, dass man das einstellen muss. Jetzt habe ich Minecraft mal RAM zugewiesen und jetzt sollte es auch wieder flüssiger laufen. Ja, wir haben ein neues Texture Pack drin, wie ihr vielleicht schon merkt. Nostalgia Craft Alpha 1.9 heißt das Texture Pack, das wir jetzt benutzen werden. So, ich muss hier gerade mal gucken. Ich habe wieder Störgeräusche auf dem Kopfhörern, das ist schrecklich. Und mit diesem Texture Pack, respektive mit dem Resource Pack, ihr hört es ja, kommen auch die alten Sounds aus Alpha-Zeiten wieder zurück in Minecraft. Und ihr seht ja auch, die Grafik ist sehr default. Wenn ihr Texture Packs kennt für die Version 1.9 von Minecraft, dann sagt mir bitte gerne Bescheid. Wenn die cool sind, nehme ich sie natürlich super gerne ins Let's Play auf. So, hier ist nichts mehr unterwegs. Nö, sehr gut. Ich werde jetzt das machen, für das mich viele Leute hassen werden. Ich möchte nämlich gerne das hier wegreißen und hier einen Durchgang hinbauen. Und das hier sollte auch wegkommen. Und das ist so eine Sache, ich kann mir vorstellen, da werden mich jetzt einige dafür hassen, aber wir brauchen einfach mehr Platz im Lager. Ihr merkt ja, langsam aber sicher geht uns hier echt der Platz aus. Wir sind langsam etwas, ja, einfach voll, was das angeht. Und wir brauchen langsam einfach mehr Platz. Wir brauchen ein größeres Lager. Und das Lager expandiert nicht von alleine, also müssen wir da jetzt ordentlich was tun. So, ich mache mir als allererstes mal eine Axt. So, und dann legen wir los. Oh Gott. Okay, als allererstes müssen wir das hier mal abbauen. Block. So, ist jetzt natürlich klar, dass hinten mit der... mit unserer tollen Tür da, das wird jetzt natürlich Probleme geben erstmal. Aber wir sammeln erstmal den Redstone ein, würde ich sagen. Der bis zur Tür führte. So. Das haben wir jetzt erstmal eingesammelt. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze dann wird. Ich weiß auch nicht, die Spitzhacke hat ihre besten Zeiten auch schon erlebt. Wir können die jetzt auch hier mit reinmachen. Haltbarkeit, Effizienz.
Das ist genau dieselbe Spitzhacke, die wir hier schon mal drin hatten. Eigentlich können wir es uns mal gönnen, was zu reparieren. Weil das ist echt eine gute. Pass auf. 1, 2, 3, 4 Diamanten. Kack drauf. Wir haben es ja zurzeit. Meine Güte. So, ich werde mal als allererstes die Kohle nehmen. Und die machen wir mal vorübergehend natürlich nur. Hier rein. So, pass auf, machen wir es mal so, 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 so. Dann können wir einfach so machen. Klatsch, 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 klatsch. Und dasselbe gilt fürs Eisen. Zack, 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 zack. Und das machen wir mal hier rein vorübergehend. Jo. Und dann haben wir das erstmal aufgeräumt. Das wird dann natürlich wieder einsortiert, ist ja ganz klar. Aber fürs Erste, ne? Fürs Erste hauen wir es mal hier rein. So, die Sachen machen wir mal hier rein. Und dann kommt das hier weg. Ja, das ist ein bisschen krass vielleicht, aber ihr werdet sehen, es hat schon seinen Sinn und seine Berechtigung und alles. Es passt schon so. Wir machen also hier einen Durchgang. Jo. Okay, jetzt sind wir hier. Okay, okay, das ist nicht schlimm. Das ist alles gut. Alles gut soweit. Das ist sogar gar nicht mal schlimm, im Gegenteil. So. Und für Ausbesserungsarbeiten würde ich sagen, nehmen wir mal die Steine, die wir hier haben. Vielleicht merkt man es mir an, dass ich gar nicht sprinten will, weil wir jetzt dieses Alpha-Feeding so ein bisschen drin haben. Und dann braten wir die Steine mal. Oder lassen die Steine mal braten. Ich lege mich mal kurz schlafen. Nicht, dass wieder eins von diesen Infernal Monstern kommt. Das wäre nämlich sehr, sehr uncool. So. Und dann machen wir mal weiter. Achso, wir haben noch den Hebel hier drin. Den brauchen wir natürlich auch nicht mehr. Oh Gott, ich muss niesen. Ach Gottchen. Danke, falls ich es nicht rausgeschnitten habe und ihr Gesundheit gesagt habt. So. Das hier kann jetzt eigentlich auch mal weg. Muss man ja jetzt mal ernsthaft sagen. Das kann jetzt mal wegkommen. So, dann können wir hier eine Fackel machen. Und dann haben wir wieder eine super Schaufel, muss man sagen. So, ich weiß jetzt nicht genau, wie wir es hier machen. Ich weiß nicht genau, wie wir das hier anstellen. Hab mir da jetzt auch nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Muss aber mal wieder feststellen, die Minecraft-Musik läuft echt selten. Das ist nichts Neues, ich weiß, aber ich wollte es nur mal wieder erwähnt haben. So. Das ist so ein. Das ist so das Feeling der Anfangs-Minecraft-Zeit. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen rüberkommt. Oh oh. Weiche! Weiche! Chameleon Creeper Mod, ne? Ist auch noch installiert. Vielleicht sieht man das ein wenig. Wobei, ganz ehrlich, die Mod ist. Es ist ein netter Gag, aber wirklich getarnt sind die Creeper nicht, muss man ganz ehrlich zugeben. Also, ist jetzt nicht so fies, muss man auch mal sagen. So, das kommt hier erstmal alles weg. Wie machen wir das denn jetzt? Wie machen wir das denn jetzt? So, das kann ja so bleiben. So. Hier sind die Kisten. Heißt natürlich, dass wir hier hinten auf jeden Fall eine Wand lassen werden. Weil ja hier die Kisten sind, ne? Ist ja irgendwo logisch. So, die Frage ist, woraus machen wir diese Wand? Einfach aus Stein wahrscheinlich dann. So, das heißt aber auch, dass das hier alles weg kann. Das hier kann alles weg. Jo, 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 jo. Und ich würde sagen, wir können jetzt eben auch hier in die Tiefe noch ein bisschen gehen. Macht ja nichts. Einfach, dass wir hier noch ein bisschen mehr Platz reinkriegen. Ich meine, jetzt kommen wahrscheinlich gleich die anderen Kisten. Jetzt kommt erstmal der Gang von unserer Redstone-Schaltung noch. Stimmt ja, der ist ja hier auch noch dazwischen. Glöck.
Ja. Ich weiß nicht, wie findet ihr die Atmosphäre jetzt von diesem Let's Play? Es ist jetzt schon ein bisschen ganz, ganz was anderes. Sonst immer mit Musik im Hintergrund, mit Gedöns und mit Texture Pack. Und ich meine, die Shader sind immer noch drin. Von daher sieht es immer noch recht schön aus. Aber es ist halt vom Grafikstil jetzt schon sehr, sehr anders. Ach du Kacke. Es ist halt vom Grafikstil jetzt schon sehr, sehr Minecraft, ne? So wie es eben früher war. Früher. Ja. Ja, ist schon so, muss man einfach so sagen. Weiß nicht, mögt ihr das? Es ist halt jetzt auch durch diese alten Sounds. Ich fühle mich hier gerade so ein bisschen zurückerinnert einfach an die früheren Minecraft-Zeiten. An die wirklich richtig früheren Minecraft-Zeiten, als man halt angefangen hat, als man noch nicht genau wusste, was in Minecraft alles einen erwarten wird und was nicht und bla und ach ja, das waren schöne Zeiten. Man war einfach der komplette Noob in dem Spiel, hatte keine Ahnung, wie man irgendwas macht und so weiter. Es war sehr schön. Daran erinnere ich mich gerade hier sehr gerne zurück, auch wenn wir natürlich hier bereits schon sehr advanced unterwegs sind, hier mit Lagerhaus ausbauen und bla. Ist schon eine ganz andere Hausnummer. So. Kommen wir mal das hier mal weg. Vorübergehend. Vorübergehend natürlich nur. So, das ist hier natürlich auch lustig. Ach ja, ach so, ja gut. Ja, ist ja nicht schlimm. Dann lassen wir es trotzdem auf der Höhe. Bisschen da. Ja, super. Klasse, Sebastian. Klasse, Fritte meine ich natürlich. Ja, egal. So, dann müssen wir das jetzt nicht einen runter machen. So, dann graben wir uns hier einfach mal durch und gucken mal, wie das hier so. Ja, wie es hier so. Wie es hier so weitergeht, ne? So. Wo sind wir denn jetzt hier so? Ja. Ich grab mich mal hier jetzt einfach mal durch. Ja, super. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Dann machen wir es mal bis hier, würde ich sagen. So. Huch. Eisen. Irgendwie fühlt sich das Eisen jetzt ganz anders an, wenn es hier so eifrig aussieht. Baut man es doch gleich viel lieber ab. So, hallo Pferd. Ja, Pferde gab es natürlich in der Alpha nicht. Und die Bäume auch nicht. Sehen aber schön aus mit dem Texture Pack. So. Wow, bist du langsam, Ofen. Ich glaube, wir bemühen mal die Öfen da drin. Mein Niedersteinofen ist halt cool, weil er wirklich kein Feuer braucht. Aber wir nehmen dann doch mal den hier, würde ich sagen. Das ist Quatsch. So. Holen wir uns gerade mal etwas Kohle. Und füllen hier mal nach. Und dann ist der automatische Ofen auch mal wieder ein bisschen am Feuern, so wie es sein soll. So. Und dann haben wir hier auf jeden Fall jede Menge Platz für neue Kisten. Und das wird super. Nee, wir brauchen echt mehr Kisten, weil ich habe es gemerkt, dadurch, dass wir jetzt echt auch mehrere Sandkisten und mehrere Steinkisten und mehrere Erdekisten und lauter so Zeug haben. Und jetzt durch die, wenn wir noch ein paar Mods einbauen und so, dann kommen ja auch nochmal neue Sachen hinzu. Und von daher würde ich sagen, so langsam aber sicher ist es mal an der Zeit, das Lagerhaus einfach ein bisschen auszubauen, ein bisschen mehr Platz zu haben für den ganzen Krempel. Ist, glaube ich, kein Luxus, muss man mal ehrlich sagen. Und ja. So machen wir es jetzt einfach mal. Und wie gesagt, an der Stelle nochmal, schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare zu der Atmosphäre, zu, ja, einfach mal keine Musik im Hintergrund haben, beziehungsweise die Minecraft-Musik im Hintergrund haben, die halt, wie ihr merkt, nur sehr selten spielt. Eine besonders schöne Musik, die besonders deshalb sehr, sehr schön ist, weil sie selten spielt.
weil man sich dann umso mehr freut, wenn sie überhaupt da ist. Und unten fängt jemand an zu saugen. Das ist auch schön. Ich hoffe, das hört man nicht, aber ich wette, man hört es. Es gibt einfach Menschen, die am Wochenende, ja, kein Wochenende haben können, sondern irgendwas tun müssen. Und damit möchte ich nicht Let's Plays aufnehmen. Das ist ja was anderes. So. Ja, komm, weg mit dir. So, das hier oben kommt natürlich. Ja, das war jetzt einer zu viel, ich weiß, aber. Ja, passiert. 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 So, 1, 2. Okay. Und natürlich, komm, das hier. Soll dann auch noch weg. Passt hier gar nicht mit rein. Wo sind wir? Hier. Da, 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 da. Es fehlt einem schon was ohne Musik, muss man ja mal sagen. Also es ist schon sehr, sehr, also mir persönlich, puh, es ist schon sehr, sehr komisch einfach. Ja, jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Aber das Ganze ist 1 zu niedrig, sehe ich hier gerade. Also müssen wir noch ein bisschen. Wir müssen noch ein bisschen. Wir müssen noch ein bisschen. Hier ist noch nicht alles getan. Wie ihr auch gehört habt, die Öfen haben jetzt auch keinen Sound mehr. Ups. Wollte ich jetzt eigentlich nicht haben, aber gut. Wir haben jetzt auch keinen Sound mehr, weil natürlich durch dieses Resource Pack, wie gesagt, Alpha Sounds und so weiter, und in der Alpha oder im früheren Minecraft gab es eben keine Öfen Sounds. Das ist jetzt erst mit der 1.9 ganz neu dazugekommen. Das ist ja eins der freshesten Feature, die Minecraft zu bieten hat. Genauso wie die rote Beete, mit der ich allerdings immer noch nicht weiß. Das heißt immer noch nicht. Ich meine, wir haben sie in der letzten Folge erst gefunden, aber ich weiß aktuell nicht, was man damit anstellen kann. Werde mich da aber nochmal belesen. Es ist bestimmt ein sehr, sehr praktisches Item in Minecraft. Wahrscheinlich kann man damit auch wieder irgendwelche Tränke brauen oder sowas. Ich glaube, man kann rote Beetesuppe herstellen, oder? Ich glaube, mir war so. Weiß aber nicht mehr genau, was man dafür braucht. Das muss ich dann nochmal nachgucken. So, das soll jetzt eh nicht das Thema sein. Als allererstes mal, ja, als allererstes mal Lagerhaus. Dann wollte ich noch ein bisschen was mit der Abonnentenstadt machen. Mit New Schweinchen City. Finde ich schön, dass ihr euch im Voting damals für diesen Namen entschieden habt. Das ist echt irgendwie lieb. Weiß gar nicht, warum ihr es getan habt. Vielleicht haben wir wirklich einige die Folge gesehen. Mit Schweinchen und... Ja, vielleicht... Habt ihr ein bisschen mitgefühlt? Es kann ja sein, wer weiß. Es kann ja wirklich sein. So. Jetzt brauchen wir den Stein. Und diese Redstone-Sachen können wir auch schon mal mitnehmen. Wir sparen auf jeden Fall eine Menge Redstone jetzt. Das kann man jetzt schon mal festhalten. So, wir machen das mal so. So, und dann, ja, Fackel ist jetzt nicht mehr so günstig platziert gewesen. Halt. Zack. Und dann... Sehr gut. Okay, das funktioniert. Sehr schön. Jetzt haben... Ach, das ist aber echt geil. Man sieht hier nichts, ne? Man sieht hier null. Finde ich cool. So. Könnte jetzt hier unten nochmal so einen Glasboden machen mit irgendeiner... Ja, hätten wir nicht diese dumme Mob drin mit den Infernal Mobs, würde ich ja sagen, wir machen hier unten einfach einen Glasboden und lassen es dunkel oder lassen es ziemlich dunkel. Dann könnten da immer Monster spawnen unten, die dann hier so rumlaufen. Wir stehen einfach drüber und gucken runter.
Aber mit der Infernal Mob Mod ist das ja nicht unbedingt so lustig, wenn in der Nähe irgendwo ein Monster auf einmal zu existieren versucht.